So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum ersten Stadion-Vlog, wenn man es so will. Also ich mache so eine Art Spieltagsanalyse daraus. Es wird nicht so ein klassischer Stadion-Vlog, wie ihr es von mir gewohnt seid oder halt in der Vergangenheit gewohnt wart. Mal gucken, was ich mir da so einfallen lasse. Ich werde nicht mehr so viel vom Spiel zeigen, aber das Drumherum bleibt, denke ich mal. Und ja, ich hoffe, ihr habt wieder Spaß dran, die Videos zu gucken. Ich habe wieder Bock, sie zu machen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Guckt auch gerne mal in die Videobeschreibung. Da ist ein anderer Kanal verlinkt. Da mache ich mit zwei Kumpels zusammen Shisha-Videos und auch bald FIFA-Videos. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne abchecken. Wie gesagt, ist in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu meiner großen Liebe gegen den SSV, glaube ich, Jahn Regensburg. Erste Heimspiel in der Saison 2019, 2020. Ihr wisst es, wir sind wieder abgestiegen. Ich habe mich dazu nicht so wirklich geäußert, aber ich habe Bock. Ich hoffe, die Jungs haben Bock und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich auf dem Weg zum Stadion bin. Kleine Information noch am Rande. Ich werde heute mit meiner Freundin ins Stadion gehen. Dementsprechend werdet ihr nur mich sehen in dem Video. Nikolas ist heute nicht dabei, aber vielleicht in dem einen oder anderen Video bin ich auch nochmal mit Nikolas im Stadion. Also kein böses Blut, Grüße gehen raus. Jungs, wir haben ein kleines Problem und zwar habe ich vergessen, den Akku von der Kamera zu laden. Dementsprechend wird die jetzt jede Sekunde ausgehen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll, weil ich jetzt zum Stadion muss. Ich werde versuchen, was mit dem Handy aufzunehmen. Das ist weiße Professionalität vom Allerfeinsten hier, wirklich. Seit 2 Jahren keine Videos mehr gemacht gefühlt und komplett verlernt, wie alles geht. Also wie gesagt, ich versuche ein paar Aufnahmen mit dem Handy zu machen, wenn es nicht funktioniert hat. Dann werdet das nächste Bild, was ihr sehen werdet, schon nach dem Spiel sein und ich werde wieder zu Hause sein. Aber dann werde ich zumindest meine Meinung sagen und es ist zumindest kein Stadion-Vlog, aber es ist ein guter Anfang. Ich hoffe, ich meine, ihr habt Stadion-Vlogs gefordert. Ich hoffe, das ist ein guter Ausgleich. In Zukunft wird es dann besser werden, aber wir fangen erstmal leicht oder langsam an, sagen wir es so. So Jungs, ich bin jetzt im Auto unterwegs. Die Zeiten, wo ich mit Nikolas Zug gefahren bin, die sind jetzt ja vorbei, weil wir jetzt beide volljährig sind, Führerschein haben, Auto haben. Dementsprechend bin ich jetzt auf dem Weg zu meiner Freundin. Ich hole sie dann ab und dann fahren wir genüsslich nach Hannover. Ich hoffe, es wird nicht allzu voll sein, weil ja auch parallel das Marschseefest ist. Ich lasse mich überraschen. Was man vielleicht nochmal erwähnen kann, ist, dass ich es ziemlich schade finde, dass knapp 28.000 Leute nur heute da sind. Ich habe gelesen gehabt, als wir vor 2 Jahren abgestiegen sind oder vor 3 Jahren abgestiegen sind und das erste Heimspiel gegen Greuther Fürth, dass da 38.000 Leute waren und jetzt erstes Heimspiel nur 28. Jungs, muss es sein, ganz ehrlich, ich meine, komm, der Verein bleibt der gleiche, der Support bleibt der gleiche, warum bleiben die Leute auch nicht die gleichen so? Klar, auf die Nordkurve ist Verlass so, also Bombe wirklich, die Jungs, aber so Westen oder so, was es angeht, ist es wirklich echt traurig, was in Hannover da läuft. Eyes open, I see you, I'm watching, yeah. When people wanna be, you don't trust no one. Tell me why I can't get no relief. Wondering when they'll come for me. Thank you.
da großartig zu sagen. Willkommen erstmal zurück. Ihr habt nicht viel gesehen, war auch nicht viel zu zeigen, ehrlich gesagt. Ja, außer dass ich nass geworden bin, kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen. Also ich habe mir mehr vorgestellt. Die Mannschaft denke ich mal auch, nur man hat es halt leider wieder nicht gesehen. Klar, überlegen gewesen, über 90 Minuten, keine Frage. Aber wenn du deine Chancen so vergeigst, zum Beispiel zweite Halbzeit, Marvin Ducksch 7 Meter vorm Tor, alleine und kann sich die Ecke aussuchen und schiebt dann einfach vorbei. Da kommt dann so einiges halt zusammen. Ja, hat Henne noch ein schönes Kopfballtor gemacht, muss man schon dazu sagen. Aber dann darfst du dir auch nicht 10 Minuten vor Schluss da wieder so ein Ding einfangen. Also ein paar Leute haben jetzt schon gesagt, das war, also muss Ron haben, so. Aber also ich habe es jetzt nicht gesehen. Meiner Meinung nach, so wie ich im ersten Moment wahrgenommen habe, hat er den zur Seite abgeklatscht. Aber dann war halt da einer, hat ihn halt reingeschoben. Ich weiß nicht, hat er den festhalten müssen, hat er den nach vorne abprallen lassen. Konnte ich so nicht beurteilen beim ersten Mal, muss ich mir vielleicht später nochmal angucken. Aber alles in allem war das echt ein enttäuschender Auftritt. Wenn du so viele Chancen hast, so überlegen bist, dann darfst du zu Hause gegen Regensburg nicht nur 1-1 spielen. Das sind die Punkte, die uns vielleicht am Ende wirklich fehlen könnten. Aber es ist erst der zweite Spieltag, klar, nach zwei Spielen nur ein Punkt. Das als Absteiger und Aufstiegskandidat, Favorit, ehrlich gesagt. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen abwarten, wie es weitergeht. Bis zum 31.08. können wir natürlich auch noch was an den Transfers machen. Ich habe zum Beispiel gestern gelesen, Albornoz soll vielleicht nach Russland wechseln. Ja, da muss man gucken. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas noch in der Offensive. Als Albornoz-Ersatz soll ja Janis Horn kommen von Köln. Und dieser Özcan oder wie der heißt, der da spielt, oder Ökan, keine Ahnung, der soll ja vielleicht auch kommen. Naja, ich warte es ab, wir müssen es abwarten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das Comeback. Ich bin wieder da, nein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Abonniert JLFTV. Bis dann.